Am 01.01.2023 um 2.50 Uhr wurde die Polizei Bonn zum Carpenoctum alarmiert, da ein bislang unbekannter Reizgas versprühte, wodurch 4 Personen verletzt wurden. Im Einsatz waren 3 Fünfstreifenkraftwagen, 2 Halbgruppenkraftwagen, der B-Dienst, das Notarzt-Einsatzfahrzeug 1, die Rettungswagen 1-2 und 1-5. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.